Wer den Bambi heute Abend geschaut hat, der weiß, dass zwei junge Damen es tatsächlich geschafft haben, zu Justin Bieber auf die Bühne zu kommen. Er wusste davon nichts, hat sie gleich in sein Herz geschlossen. Und hier sind sie, wir haben sie gefunden. Wer seid ihr? Alena und Mary. Was habt ihr erlebt? Wir haben es immer im Fernsehen gesehen und jetzt waren wir es selber. Das war wir haben nie daran geglaubt. Wir haben immer gedacht, oh mein Gott, die Glücklichen, die sehen den einfach so. Und wir waren da vorne, ganz da hinten. Wir haben den nicht einmal gesehen, als er reingekommen ist. Da haben wir gemeint, wir kommen aus Berlin. Aber wir kommen gar nicht aus Berlin, nur damit wir ihn kurz sehen können. Und dann ist so eine Frau zu uns gekommen. Als alle weg waren, dann haben die gesagt, ja, kommt mal hierher, ist eine Überraschung und so weiter. Danach kam Kai Pflaume. Pflaume. Der hat uns so hat uns rausgezogen. Da hingebracht. Wir konnten haben ein Autogramm. Wir haben ein Outfit, alles können wir. Ach, so ein Plektron hier. Ja, hier, zeig mal in die Kamera. Plektron, Justin Bieber, hinten drauf seine Unterschrift. Ja. Und du bist ihre Schwester? Nee, ihre. Zwillingsschwester. Ah, Zwillingsschwester. Und die Emotionen gehen komplett über Bord, oder? Ja. Bist du sehr neidisch? Nein, ich bin aber froh. Ja, ich bin froh für sie. Stolz. Ja. Ich freue mich für sie. Großartig, also, oder? Wir schicken uns die Bilder per E-Mail, haben die gesagt. Natürlich. Und ich meine, das Video wird ja mit Sicherheit auch irgendwo sein. Ja, und jetzt? Was macht ihr jetzt? Jetzt feiern, aber ich kann, glaube ich, nicht mehr einschlafen. Ich auch nicht. Vielleicht kommt morgen. Ich weiß nicht. Was, ich kann es einfach nicht glauben. Das war einfach so, er war so schön. Hat er denn noch irgendwas anderes zu euch gesagt? Er hat gesagt, wait a minute. Und danach ist er weggegangen. Und dann jump über diese... Ja genau, also zu uns jump, weil wir mussten, da waren so Mikrofone, da mussten wir so springen. Und danach kommt er so zu mir, wait a minute. Und danach ist er wieder gekommen und dann hat er uns das gegeben. Cool. Also Autogramm und jetzt muss Justin Bieber erstmal eine Pause machen. Gönnt ihr ihm die? Ja. Gibt's noch irgendwas, was heute noch zu erledigen ist? Nö, oder? Nee. Hausaufgaben. Was gibt es Schöneres als Schlusswort für diesen großartigen Tag? Wir sind eins. ARD.